Die Summe von 9 natürlichen Zahlen streng kleiner als 10 ist 70. 8 dieser Zahlen sind gleich. Welche ist die neunte? Es handelt sich also hier um zwei natürliche Zahlen n1 und n2, so dass 8 mal n1 plus n2 70 ergibt. Demzufolge gilt, n2 ist gleich zu 70 minus 8 mal n1. Jetzt probieren wir alle Möglichkeiten für n1 aus. Wenn n1 streng kleiner ist als 8, dann muss n2, Zahl, die ja gleich zu 70 minus 8 mal n1 ist, streng größer als 10 sein. Das können wir ausprobieren, zum Beispiel wenn n1 5 ist. Wenn n1 5 ist, dann ist n2 gleich 70 minus 8 mal 5, also 70 minus 40, das heißt 30. Und 30 ist streng größer als 10. Das ist aber ausgeschlossen. Das geht für alle natürlichen Zahlen 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Wenn n1 gleich 8 ist, dann ist n2 gleich 70 minus 8 mal 8. Und diese Differenz ergibt 70 minus 64, das heißt 6. Das wäre also eine Möglichkeit, denn die 6 entspricht den Bedingungen. Die letzte Möglichkeit für n1, das ist, wenn n1 gleich 9 ist, weil n1 muss ja streng kleiner sein als 10. Wenn n1 9 ist, dann ist n2 gleich 70 minus 8 mal 9, das heißt minus 2. Somit wäre n2 aber keine natürliche Zahl. Und demzufolge ist diese Möglichkeit die einzige. Also muss n2 6 sein. Das bedeutet also, dass die Endantwort auf die gestellte Frage 6 ist.